komme nicht so nah. Fang an. Achso, ja. Moin Zucker, Freunde, willkommen zu einer neuen Folge The Forest Island Cave. Mit den beiden Ottos im Bademantel. Mhm. Die ganz groß werden wollen in der Forstwirtschaft. Naja. Ich hoffe, ich bin so, so ungefähr richtig. Es ist ja dunkel hier. Ja, doch, das sieht gut aus hier. Ach, nee. Achso, ich habe ja Knochen jetzt, ne? 11 Stück. Na, siehst du. 11 Stück? Ah, fehlt er einer für 2 Rüstungen, ne? Ja, egal. Kommen wir gleich wieder welche. Ja, ich denke auch. Die kommen uns ja, wenn die Nachbarn erstmal wissen, dass du da bist, dann kommen die immer. Die schnorren immer und. Hast du mal Salz? Bisschen Zucker? Bier? Oh, das war ja auch so schlimm bei meinen. Träume mir gar nicht zu erzählen. Also kommt meine Freundin, meine Tochter immer an. Und sagt, ja, haben wir das und das? Haben wir das und das? Haben wir das und das? Ich sage, ja. Nur irgendwann baut mir das zu bunt. Ich sage, ich bin noch nicht dein Einkaufswagen oder ihr Einkaufshaus. Ich sage, jedes Mal kaufe ich die Sachen, weißt du? Ja. Magst du einen Schlitten mitnehmen? Ja, ihr futtert das da, ne? Ich sage, ich krieg das ja gar nicht wieder. Ne? Ja. Ich meine, ich hab ja nichts dagegen im Endeffekt, ne? Aber ich sage, er muss ja auch mal. Oh, ne? Ein Besuch. Wenn man schon fragt, sag ich mal, ob man da ja will, ne? Ist sie. Ich habe sie nur schreien hören. Oh. Ah, da kommt sie. Da kommt sie. Bist du schon fertig? Nee. Hey, hast du noch eine Freundin? Er hat sie sogar schon frei gemacht für mich. Hey. Hä? Wo ist denn das hier? Da. Gehst du mir etwa fremd? Stirbst du jetzt endlich mal? Ja, die steckt was ein, die Dame. Wenn mir so oft mit der Axt in die Fresse gehauen hätte, wäre ich schon lange tot. Gott. Jetzt hat sie auch noch den Rock gehoben. Die lebt noch. Nicht mehr. So, da kommen dann die restlichen Knochen. Einen brauche ich noch, ne? So, und ja, sie brennt auch. So. Gott. Oh, geil. Guck mal. Wie gesagt, die Tür lass mal hier noch, ne? Dass wir besser durchlaufen können. Jetzt könnten wir sogar mit dem Schlitten da durch. Sag mal, haben wir jetzt eigentlich beide. Nee, wir sind. Oh, mir wird kalt. Ah ja. Es regnet, deswegen, wir müssen ans Feuer. Und ich müsste auch noch mal was essen. Ist hier schon irgendwas fertig? Weißt du das? Keine Ahnung. Ich probier's mal mit dem Hasen, der sieht so dunkel aus. Oh ja. Was denn? Kommt jemand. Schon wieder? Wo? Du hörst das nicht? Komm her, wir machen dir schon mal das Feuerchen an. Da hinten läuft er. Ich sehe ihn auch gerade. Oh, das sind zwei. Es sind zwei. Und einer hat Feuer in der Hand. Es ist nur einer. Ja. War das ein Header? Ja, da auch. Alter! Skill, Junge, Skill! Ich war noch am Zielen. Das hätte noch Stunden gedauert, bis ich abgedrückt hätte. Ach, alles gut. Geht auch so. Herrlich. Okay, wo ist jetzt eigentlich mein Topf, den du verpummelt hast? Der müsste eigentlich hier liegen. Ich habe den nicht weggenommen. Also irgendwo muss er hier liegen.
So, ist leer. Ausrüsten. Also ich hab die nicht. Ja, schon klar. Hab ich wirklich nicht. Das sagen sie alle. Ja, guck doch. So. Nu guck. Ja. Wo sind denn? Weil jetzt müssen wir nämlich schon langsam ganz schön rein in den Wald, ne? Zum Bäume machen hier. Wieso wachsen die denn nicht nach? Wir waren doch jetzt so nah. Ja, wie gesagt, das dauert manchmal ein paar Tage. Ach, Mensch. Sie wachsen ja nach, aber manchmal sind es dann ja auch erstmal noch so eine, ich sag mal, dünnen Stängelchen. Ja. Da kennt sie aus mit, ne? Mhm. Lang ist er nicht, aber dünn. Naja, da ich ja nun mal deine Perle bin, kenne ich mich aus mit den langen, kurzen Dingern. Langen, kurzen Dingern ist auch geil. Auf die Größe an, ne? Nein. Nicht die Größe des Hammers ist entscheidend, sondern wie man damit nagelt. Genau. Ich sollte mir vielleicht auch mal so einen Wagen bauen. Ja, ich glaube, mittlerweile könnten wir schon zwei gebrauchen, wa? So, warte mal. Das machen wir doch gleich mal. Wo haben wir das Ding denn? In deiner Hose, Mann. Wo soll er sein? Wo ist er denn? Hä? Kriegt nix alleine hin. Bin bestimmt schon wieder dran vorbeigelaufen. Gelaufen vor allen Dingen. Ja, gelaufen vor allem. So, das müsste. Mann, ich will nicht das einsammeln. Da! Mann! Frau. Ey, das ist doch scheiße, ne? Was denn? Brauchst du 21 für die Dinger von den Stöckern. Mhm. Und ich selber kann ja nur 20 tragen, ne? Ist fertig, sonst hätte ich jetzt noch. Okay. Ja. Ich hätte dich jetzt unterstützt. Naja, brauchst nicht. So, warte. Dann gehen wir mal da hinten hin. Ach. Das Ding ist wie so ein Baumarktwagen, ne? Ach Gott, da kommt hier Tittenoma, glaube ich, oder was? Guck mal. Tittenoma? Ja, das Ding hier mit 8 Beinen und so. Ah, Tittentina. Tittentina, ja. Wieso kann ich den Wagen nicht loslassen? Achso, X. Mhm. Die läuft da hinten. Ja, dann lass sie da laufen. Oder wollen wir sie platt machen? Für die Mutantenhaut. Ja, da ist auch noch ein Baby. Das hüpft da immer ganz wild hin und her. Sie ist ja die Babys produziert. Ja. Ja, komm, lassen wir sie erstmal. Vielleicht lässt sie uns ja in Ruhe. Okay. Natürlich eine toll, Wand ist weil ich fertig. Jetzt hier arbeiten wollte. Huch. Schon wieder Hunger, ey. Das ist unglaublich, ne? Also ich bin gesättigt. Ach, verdammte Axt. Jetzt habe ich voll Angst, ey. Ich müsste ja vielleicht auch noch mal ein paar Fenster reinmachen hier, ne? Warum? Weiß ich nicht. Damit man auch mal rausgucken kann. Gerade so in die Richtung nach draußen, so wegen der Viecher und so. Na gut. Oder bist du auch nicht so ein Fensterfan? Tilo sagt das immer, wenn ich ihm eine eigene Bude hier gebaut habe, mach da bloß kein Fenster rein. Ach, nee, doch. Ich will kein Fenster haben. Ach so. Doch, Fenster schon, das ist okay. Aber bitte mit Vorhängen. Die habe ich noch nicht. Naja, du willst nur wieder, dass ich stricke und Frauenarbeit für dich verrichte. Ja, klar. Ja, ich frage nachher mal meine Frau, ob sie mir welche strickt. Ja, nicht so schlimm, weißt du.
sitzt du hier, weißt du, und dann denkst du die ganze Zeit, hat mein Nachbar mich mal gefragt, was ist denn das für hell da? So, ja, das sind Tageslichtleuchten, sag ich. Mitten am Tag? Ich sag ja, mitten am Tag. Und seitdem habe ich denn hier alles zugemacht. Ich sag nix. Ich sag, das mache ich hier nicht mit. Ich sag, guck dir hier die ganze Zeit rein oder was? Wer weiß. Nee, nee, nee. Rennst du jetzt für jeden einzelnen Baum dahin? Nee, oder? Das war noch so ein einzelner, der hier, bevor ich den Ach wieder so. Vergesse und da liegen lasse, habe ich mir gedacht, bringe ich den jetzt einmal weg. Alles klar. Wohnt ihr eigentlich im Haus oder habt ihr Wohnung oder? Nee, wir haben eine Wohnung. Da muss dann ja groß sein, ne? Bei ihr seid ja so ein paar Leutchen, ne? So, warte mal, was wollte ich jetzt? Achso, Bäume fällen. Glaube ich. Ist momentan Priorität. Ja. Aber wenn ich mir die Preise für Häuser hier angucke. Ja, deswegen sind wir ja damals auch hier von direkt bei Hamburg weg. Und jetzt in Laumburg gelandet, weil das ist hier einfach noch ein bisschen bezahlbarer, sage ich jetzt mal. Ja. Naja. Nun komm schon, das ist ein kleiner Pissbaum, Alter. Nee, wenn ich es überlegen würde, ich würde jetzt für Haus, glaube ich, jetzt hier fast 400-500 Euro mehr zahlen. Das sehe ich nicht ein. Was ist denn hier los? Okay. Dann bleib hier stehen. Das Schöne am Haus. Oh, hier ist ein Baby. Aber wenn ein Baby hier ist, dann kann die Mutter ja nicht weit sein. Dann müsste irgendwo Tittentina hier sein. Wo ist sie? Ich sehe sie aber nicht. Und das Schöne ist hier, die Nachbarn, die sind eigentlich auch relativ leise. Daher. Ja, das ist ja dann auch gut. Also ich persönlich habe mich jetzt so dran gewöhnt, hier so zu wohnen, so mit eigenem Haus und nicht jeder guckt dir auf den Teller und so ein Blödsinn, ne? Nö, das machen die hier eigentlich gar nicht. Aber ich wohne jetzt, oder wir wohnen jetzt ja auch schon, mein Gott, wie lange wohnen wir jetzt hier? 15 Jahre. Oh, ja, okay, dann hast du natürlich also schon was von der Wohnung. Sind schon mitunter die Ältesten, die hier wohnen, unter. Daher. Egal. Ach Gott, wo kommst du denn her? Wir haben Besuch. Okay. Viel? Ach, du bist ja doof. Nee, nur einer. Okay, schaffst du den ja, ne? Ja, der hat sich ja. Ja, natürlich bewegst du dich jetzt, wo ich dich erschieße. Davon hüpfen die denn so ins Wasser rein? So freudestrahlend. Machen die sonst nicht. Warte mal. Ich bin zu blöd zum Jagen, glaube ich. Machen wir es eben so. Ach, drauf geschissen. Ich war schon immer zu blöd zum Jagen in diesem Spiel. So, er liegt jetzt im Wasser. Muss mal gucken. Mit Glück kommst du noch ran. Nee, leider nicht. Ja. Ist zu tief. Wo ist denn mein Auto? Ach, da. Map, map. Wir haben sonst nur eine Familie wohnen, die
leben eigentlich seit dem Neubau hier drinne. Ja. Und sonst, ja gut, die anderen sind mal so nachgezogen oder so. Meine direkten Nachbarn sind auch schon seit, die sind auch schon, glaube auch 17 Jahre hier oder so. Also. Aber das Schöne ist, es ist auch mehr so ein Hallo. So ein was? So ein guten Tag und Tschüss und man hat eigentlich viel Kontakt zu denen, das muss ich auch nicht haben unbedingt. Okay. Zu den Nachbarn jetzt hier. Ja. Ja, bei uns ist ganz cool. Den Nachbarn, na gut, unsere direkten Nachbarn sind jetzt... Ich hätte jetzt nichts dagegen, sage ich mal, na, aber... Die meisten sind doch schon ein bisschen älter hier. Ja, gut. Älter als deswegen. Du? Deswegen. Ja, das geht. Tatsächlich. Ach, dieses Feuerzeug, ne, das riecht mich so auf, ne. Also unsere direkten Nachbarn, dem haben wir auch schon gefeiert und so. Das ist eigentlich ganz cool. Die sind jetzt leider weggezogen. Ja, gut. Wir haben sich Ferienhäuser im Harz geholt und oder Ferienwohnung. Ja. Na hallo, wo kommst du denn her? Aber ich bin ja auch so ein Mensch. Ich hab Besuch hier. Ja. Warte. Wo bist du? Ein habe ich schon. Der andere ist jetzt. Wo ist er hin? Bei mir. Was bist denn du? Hier. Achso, okay. In die Richtung habe ich den gar nicht abhauen sehen. Die sind ja so flink, die Jungs. Ja, gerade die Grauen. Die Grauen sind ja schon eine Stufe höher als die anderen. Ja. Nee, ich bin ja aber auch so ein Mensch, so von wegen, ich bin. Hab's auch gerne ruhig halt, ne? Ja, ich auch. Deswegen würde so, ich hier gerne wieder weg. Brauch das nicht unbedingt, da dieses große Feiern. Da habe ich auch einen Nerv zu. Habe ich früher genug gehabt. Das reicht. Ja, aber mal? Mal, ja, klar. Ne? Aber das ist dann aber auch nur mal so eine Party oder so. Ne? Das ist das Schöne bei unserem Freundekreis da, die machen. Dass die bei unserem Sit-In machen, statt irgendwie jetzt irgendwie groß auf Sauftour zu gehen oder so. Ja, was. Klar. Im Moment ist es gerade wieder Discord auch so ein bisschen schwierig. Ab und zu kommst du mal ein bisschen. Okay. Da fehlt mal ein Wort ab und zu. Ja, das hatte ich jetzt bei dir. Ich glaube heute dreimal. Ist immer am Anfang. Ja, bei mir taucht das jetzt gerade wieder auf. Ach so. Aber in den meisten Fällen war es jetzt so, dass ich mir das schon zusammenreimen konnte, was du erzählst. Timber! Aber ich glaube, das ist aber auch jobbedingt bei mir. Dass ich da wirklich auf solche Sachen, denen ich auch noch Lust habe. Ja, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, als ich noch gearbeitet habe, durch meine Krankheit und so, die eine wusste ich ja damals noch gar nicht. Ja. Immer so erschöpft war, ich konnte es auch abends richtig knicken. Klaps auf dem Hintern ab ins Bett, fertig. Da ging nichts mehr, ne? Aber es war immer so und ich habe das halt nicht auf die Lunge direkt geschoben, sondern also schon auf die Lunge. Ja. Aber ich dachte halt, dadurch, dass ich halt mit 23 ja eine Herz-OP hatte, ja. Notfallmäßig, haben Verstehe. Die damals zu mir gesagt, du kommst ja bei einer Herz-OP nun mal an der Herz-Lungen-Maschine. Mhm. Und dann machen sie ja die Motorhaube, also ne, Brustkorb auf und dann Ersatzteile rein. Und es ist halt so, dass sich dann einmal die Lunge komplett zusammenfällt. Und sobald man dann wieder selbst atmen muss und so, nach der Wiederbelebung, blub und bla, halt wieder aufgeht. Aber man müsste
mit der Kondition und so im Endeffekt bei Null wieder anfangen. Okay. Und ich habe nie wirklich Sport gemacht dann danach irgendwie. Das heißt, ich habe das auch immer, dass ich wenig Luft habe, darauf geschoben. Da ich aber auch blöderweise nach meiner Herz-OP auch nochmal wieder angefangen habe zu rauchen. Ja, jetzt bist du gerade weg. Okay, ich warte kurz. Vielleicht bist du, jetzt bist du wieder da. Ja, jetzt bin ich wieder da. War das wohl mein Fehler? Und jetzt, bevor ich jetzt die Diagnose hatte, meiner Lungenkrankheit da, die COPD, wurde es halt irgendwann halt richtig schlimm. Ich habe das richtig gemerkt, dass ich immer weniger Luft kriege, dass ich immer kaputter bin. Also im Endeffekt, ich habe gearbeitet und wenn ich dann meine Stunde Mittagspause habe, habe ich mir irgendwie die erste Viertelstunde schnell was zu fressen reingedrückt und danach bin ich im Sitzen auf dem Stuhl eingepennt. Und okay. Irgendwann bin ich dann halt zum Arzt und habe gesagt, ey, hier komm, Macker, kannst du mich mal komplett von oben bis unten durchchecken? Ich sag, ich schaffe meinen Job nicht mehr. Ich sag, ich bin nur noch alle. Ich habe keine Kraft mehr. Ich geht nicht. Hm. Ja, mache ich. Und dann irgendwann hat er gemerkt, oh, er hat irgendwas von gesagt, so von seinem Test aus habe ich nur noch 28% Lungenvolumen, Lungendasein, wie auch immer, wie man das sehen soll. Ja, ab zum Lungenfacharzt, der hat gesagt, oh, COPD, und das ist ja im Endeffekt die sogenannte Raucherlunge. Ja. Früher war das halt eine Krankheit, die man gern auch unter Tage gekriegt hat, ganz klar. Und ja, seitdem rauche ich natürlich nicht mehr. Weil mein Arzt auch gesagt hat, wenn ich jetzt weiter rauche, dann werde ich nicht so alt, wie er jetzt gerade vor mir sitzt. Und er war, weiß ich nicht, Mitte 50. Oh, wir haben Besuch. Okay. Wie viele? Bis jetzt nur ein. Okay. Falls mehr werden, sag mal, solange hacke ich noch weiter. Ja, haut schon wieder ab. Okay. Oh, warte mal, nehmen wir mal Pfeil und Bogen. Hat gerade eben ja auch ganz gut geklappt. Mhm. Wenn man sich nicht so blöd anstellt wie ich, dann geht das alles. Naja, weißt du, dass ich schießen kann, das ist das Problem, deswegen haut er jetzt wieder ab. Ja. Wenn ich meinen Bogen raus, fängt er wahrscheinlich an zu lachen. Er saß noch auf dem Baumstamm, hat ihn auch nicht geholfen. Hab ihn trotzdem erwischt. Ah ja. Wie sind wir jetzt eigentlich auf das Thema eben gekommen? Weiß ich auch nicht mehr. Ach, wir reden ja so über... Ach so, ja, wegen Arbeit, genau, wegen Arbeit. Ja. Nee. Genau, wegen Kaputtsein von Arbeit. Deswegen sind wir drauf gekommen. Ja. Mittlerweile ist es eigentlich so, ich brauche eigentlich nur mal eben den Staubsauger hier in die Hand nehmen zu Hause und kurz mal die Bude durchsaugen. Danach muss ich erstmal Couch. Nix geht mehr. Boah, irgendwie heftig, ne? Ja, was soll ich machen, ne? Ja, klar. Ist hier schon wieder einer? Es klang so, als wenn hier schon wieder einer lacht. Wer lacht, kriegt gescheuert. Aber mein Arbeitskollege, der auch, der wollte mal von der Zecke. Hier ist einer. Oh, komm mal her. Okay. Komm her, mein Junge. Ist er vielleicht bei mir vorbeigelaufen und direkt zu dir? Der wurde mal von der Zecke gebissen. Mhm. Und da war auch fast, was war anders jetzt, 7 Jahre arbeitslos. Danach, weil er so eine Art von Gicht hat, so eine Unterart von Gicht. So hat er mir das mal erzählt. Er hat, der kann sich nicht mehr bewegen. Oder konnte, wenn er sich anstrengt, dann kann er sich nicht mehr bewegen. So war das. Ist das nicht diese Borreliose, Knochenborreliose oder wie das heißt? Ja, genau, irgendwie sowas hat er. Das ist ja eigentlich selten bei Zecken, gerade hier oben im Norden. Ja. Und er hat davor auch alles Mögliche gemacht. Und dann war er auf so einer Schulung gewesen und dann wurde er von der Zecke gebissen. Und das hat er zu spät mitbekommen. Wäre er früher da gewesen oder hätte er es früher gemerkt, wäre es nicht so wild gewesen. Ätzend.
Ja, so, und dann, ja, 7 Jahre mit Chemo, mit irgendwie so einem Chemotabletten und was weiß ich nicht, was alles da genommen. Warte, bau die mal noch nicht fertig hier. Ja. Irgendwie ist die Tür weg, die ich eigentlich mal gebaut hatte. Ach, sind wir schon so weit fertig? Ja, jetzt. Und Jetzt kannst du fertig bauen, falls du noch zwei hast. ja. Und Ende vom Lied, diese Chemotabletten haben auch nicht mehr so geholfen nachher. Und jetzt nimmt er irgendwie so eine anderen Tabletten und da kosten die Tabletten, was sagte er? Auf jeden Fall ein Heidengeld. Frag mich nicht, wie viel im Jahr oder was weiß ich, aber Heiden. So, und dadurch, dass er ja nicht arbeiten ist, oder arbeiten gegangen ist, oder Arbeit gehen konnte, besser gesagt, war natürlich das Problem, dass er sich das auch nicht leisten konnte. Oh, ätzend. Das heißt, er konnte sich seine Medikamente nicht leisten. Richtig, na Alter. so, und er war natürlich auch vom, naja, auch welche das, oder von der Krankenkasse was dazu bekommen, war auch nicht das Problem. Aber auf jeden Fall war nachher auch Mutti wieder froh, ne? Dass er dann auch Ja. wieder arbeiten geht, ne? Ja, gut, aber zu welchem Preis, ne? Nee, also da. Er spritzt sich das Zeug einmal die Woche. So, Okay. und das macht er, glaube ich, was hatte er auf dem Freitag? Aber wenn er dann samstags mit seiner Kleinen spielt, dann merkt er, wie anstrengend das ist, ne? Dann sitzt er abends da und kann sich auch noch kaum bewegen und dann muss er dann auch den nächsten machen, ne? Tja. Ja, krass, was das nicht für ein Mist alles gibt, ne? Hör auf, du. Mir ist schon wieder kalt. Ist auch nur am Meckern. Ja. Schlimmer als eine Frau. Kalt, nass, Pipi. Ja, Pipi Kacke kalt, oder wie war das? Ja, ach nee, kalt, Hunger. So, warte mal. Schmeiß mal ein paar Dollars da rein, was soll's. Oh, da ist auch wieder was drin. Oder auch nicht. Habe ich die doch nicht aufgestellt? Na gut. So, Morgenmantel ist ganz schön frisch, ne? Ja, es ist kalt, ne? Scheiße, sitzt nicht. Wenn wir den eh schon haben, können wir ja uns direkt was. Ach nee, wir gehen ja gleich schlafen, ne? Ja. Das ist hoffentlich der Wäre Plan, mal ja. eine Idee. Und dann könnten wir auch die Folge schon wieder beenden. So, jetzt habt ihr mal ein bisschen Real Life gehört hier. Ja, eben. Man muss ja auch mal was von sich erzählen, ne? Ja, so. Unser Leid, unser Kummer, Ja. unsere Sorgen. Kommst du denn mal? Moment, Moment, Moment. Moment, Müsste Moment, wenigstens noch Moment. eine Sache, musste ich noch mal eben. Du wolltest die Folgen bei 25 Minuten lassen, mein Freund. Ja. Oh Gott, Stimme weg. Echt? So, ich Aber im komme zum Endeffekt warmen könnten wir auch Feuerchen, einfach, Liebling. also im Endeffekt könnten wir aber auch einfach durchziehen und dann einfach dann, naja, können wir gleich mal besappeln. Ja. So, ja, willst du dich verabschieden? Ja, komm, Ja, verabschiede dich. ich verabscheue mich. Liebe Leute, wir bedanken uns fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge. Wir hoffen, es hat euch gefallen und bis dann, Antenne. Und weg. Ja, bis dann und ciao.